Wow, so, da geht's weiter bei Assassin's Creed Revelations und wir sind immer noch in dieser Kutschenverfolgungsjagd, wo wir erstmal einen Wachmann von dem Typen ausschalten müssen und ja, wir müssen sie halt so rammen, indem wir Schwung aufnehmen und aufpassen, dass wir nicht über diese Steine fahren, wo der gerade gestorben ist, weil das tut den Pferden nämlich sehr weh und uns erst recht und das ist sehr schlecht, dann sterben wir nämlich häufiger als uns lieb ist und das ist mir beim ersten Mal spielen auch passiert, mal gucken, ob es hier genauso sein wird. Und manchmal kann man den Dingern auch nicht ganz ausweichen. Wow, wie jetzt zum Beispiel. Weil man da einfach so reingedrückt wird von dem Penner. Aber es sollte trotzdem noch machbar sein. Ah, wenn ich Pech habe, drückt er mich jetzt genau da rein, wollte ich gerade sagen. Okay, wow, jetzt fahre ich lieber mal hier lang. Damit ich mir nicht so weh tue, aber der ist drüber gefahren. Haha, Trottel. So. Okay, das sieht noch relativ gut für uns aus, muss man sagen. Jetzt wird es allerdings hier wieder recht eng. Aber gut. Damit kann ich leben. Nimm dies! No, Bastard! Die Straße keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so. Seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Tja, es wird einfach nicht besser für Ezio. Aber dass ich die Kutschfahrt direkt schaffe, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber okay. Verwundeter Adler. Der Templerhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren sie ihn und beschaffen sie das Tagebuch. Werden wir machen. So, hier gibt es auch einen ganz einfachen Trick, die zu besiegen. Was ich jetzt gerade falsch getan habe. Ach, verdammt. Weil ich die falschen Dinger ausgewählt habe. Nämlich man kann, wenn man gut ist, wozu mir jetzt leider wieder die Zeit fehlt, kann man die Gegner direkt alle auf einmal töten, indem man drei Messer auf einmal wirft, was hier jetzt mittlerweile auch geht. Aber ich hatte gerade erstmal die falschen Messer ausgewählt und dann hatte ich zu wenig Zeit und deswegen hat es nicht so geklappt. Der Typ ist vergiftet und wird gleich demnach sowieso sterben, hoffentlich. Stirb. Mein Gott, stirb endlich. Ach, egal. Ach nee, ich muss ja warten, bis er tot ist. Meine Güte, beeil dich doch mal mit Sterben. Zack, machen wir es einfach mal so. Okay. So, naja, auf jeden Fall kann man es auch so machen, indem man die alle drei direkt mit drei Messern tötet. Aber hat jetzt nicht so geklappt, wie ich das wollte, aber ist egal. So, und jetzt müssen wir erstmal das Dorf erreichen und Ezio ist ziemlich verletzt, wie man sieht. Nach so einem Sturz ist ja kein Wunder. Und da ist schon direkt eine Wache, die uns erwartet. Na, wie geht's denn so? So, und tot. Kann Ezio denn noch rennen? Ja. Aber nicht mehr so schnell. Naja, verständlich. Früher war das einfacher. Das kann ich mir vorstellen. Zack, so, der ist auch tot. Alles klar, dann gehen wir mal runter. Wir müssen ja ins Dorf. Wir müssen ja immer noch Leandros finden. Und jetzt kommt auch gleich unser... ja, unser Adler sind endlich mal vernünftig zum Einsatz. So. Da sehen wir jetzt nämlich die Spur von ihm. Wo und wie er lang gegangen ist. Natürlich ist es der Nachteil beim Adlersinn, dass wir Wachen zwar sehen, aber nicht sehen, ob sie uns sehen. Also wir sehen die Anzeige über deren Köpfen nicht. So. Hier sind nämlich auch lang gegangen. So, ich geht immer ganz langsam nach. Ach komm, ich nehme eine Abzweigung. Irgendwas ist doch merkwürdig. Ach,
Man muss das jetzt mit dem Druck auf die L3-Taste aktivieren, was ein bisschen doof ist. Und wir können auch nicht mehr klettern, verdammt. Was ein bisschen doof ist, weil wenn man läuft, also wenn man jetzt so geht wie ich und dann den Adlersinn aktivieren will, klappt das nicht immer so, wenn man den Stick nach vorne drücken muss und dann noch auf L3, damit das aktiviert wird. Nee. Ja, früher war es ja immer mit Dreieck. Wäre vielleicht auch weiterhin eine gute Idee gewesen, aber okay. Sie wollen ja unbedingt die Steuerung verändern. Wollen wir sie nicht davon abhalten. So, und da ist die Spur und da kommt uns ein Templer entgegen. Also eine Wache. Ich warte mal hier, bis sie weg ist. Okay, sehr schön. So. Okay, okay. Gut, bis jetzt läuft es eigentlich recht gut. Ach, verdammt, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Aber wir kennen das ja alle. Kaum fühlen wir uns mal sicher, geht's auch schon wieder bergab. Aber gut. Nein, nein, ah. Ja. So viel dazu. Ja, dann kommt halt her. Ihr seid auch kein großes Problem. Zum Glück darf man hier erwischt werden. Ist ja nicht so, als wäre die Mission direkt zu Ende. Diese Mission gibt es natürlich auch wieder. Aber zum Glück ist das jetzt keine davon. So. Ist aber einen ziemlich weiten Weg gegangen. Verstecke. Ja, ja, ich weiß, wie ich mich verstecken kann. Nur wenn ich mich verstecken will, habe ich meistens nie die Gelegenheit dazu, weil das Hilfsmittel, um sich zu verstecken, wie eine Bank oder eine Menschenmenge, sind dann nie in der Nähe. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Schwein, bringt ihn um! Tja, da guckt er blöd, ne? Hätte er nicht mit gerechnet. Fasst ihn! Dass Ezio so einfallsreich ist. Sag ich mal. So. Komm, ihr Billo-Wachen, ihr habt sowieso keine Chance. Warte mal, habe ich nicht eigentlich Medizin dabei? Hab ich schon mal nachgeguckt. Nö, natürlich nicht. Okay, aber man könnte sich auch. Ich lege mir mal wieder die Tasten erstmal so ein bisschen um. Okay. Damit ich die Wurfmesser schnell zur Stelle habe. Ah, und jetzt muss ich. Ach ja, stimmt. Da plündern wir jetzt nämlich, glaube ich, die Medizin raus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, sehr schön. Und natürlich werden wir ihn auch direkt mal damit heilen. Perfekt. Ja, das ist schon besser. Das glaube ich dir sogar. Okay, und jetzt müssen wir noch zu Leandros kommen. Wir können jetzt ja auch wieder klettern und rennen und sind wieder in voller Bewegung. Mit der vollen Bewegung ausgestattet, wollte ich sagen. So. Was sehr vorteilhaft ist für uns. So, dann mal schnell weg. Wo ist er denn? Okay, da unten muss ich hin. Dann springe ich mal hier runter. Und hier scheint auch niemand zu sein. Außer da oben, aber die sehen mich nicht. Das ist gut. Dann sind wir ja leicht hier hingekommen. Aber ich nehme mal an, es geht jetzt weiter nach oben, ja. Okay, stimmt. Das hatte ich vergessen. Das ist mir auch schon beim ersten Mal so passiert. Also ich glaube, das passiert natürlich auch so. Die Wachen erscheinen auch erst, wenn man anfängt, da hoch zu klettern. Das heißt für uns, wir schalten die Wachen natürlich erstmal aus. Ist ja logisch. Sag, wolltest du mich gerade erschießen? Ich glaube, es hackt. Guck mal hier, Wurfmesser. Das Messer. Achso, okay, das machen wir jetzt im Dreieck. So, tot. Die Tasse nicht gefunden. So, sehr gut. Jetzt können wir aber da hoch. Ungestört, hoffentlich. Oder auch nicht. Naja, kommt drauf an, ob das Richtige zum Klettern in der Nähe ist. Aber das ist es jetzt. Wow. Okay. Das war knapp. Aber wir leben ja noch. Das ist die Hauptsache. Leandros wird aber allerdings nicht mehr lange leben, wenn alles gut läuft. Nehme ich mal an, dass es das auch tut. Mein Gott, ist das ein fieser Kerl. Er opfert seine eigenen Leute, eben auf der Kutsche auch. Hier dran? Okay. Wuhu! Hallo. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Weil du zuerst sterben musst. Hörst du denn nie auf zu bitten? Tja,
Der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace, Bastardo. Ja, und da hätten wir das Buch auch schon. Und Leandros ist tot. Und diese Sequenz hätten wir dann auch beendet. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle, wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten, ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen, lernen, warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Sean, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Ja, und wir sind jetzt wieder in Desmonds Welt und müssen jetzt auch wieder beenden, denn die Zeit ist wieder vorbei und deswegen sehen wir uns im nächsten Teil von Assassin's Creed Revelations wieder. Also bis dann, ciao!